Mal wieder hallo bei meinem YouTube-Kanal Biker Bernie. Heute geht es zu einer kleinen Kulturreise Richtung Bodensee mit allerlei interessanten Zwischenstationen. Also, ich hoffe, ihr habt Knabberzeug und Getränke parat und dann kann es auch schon losgehen. Der Start erfolgte wie immer in Tailfingen, von dort ging es zum Soldatenfriedhof oberhalb von Beuron, weiter nach Buchheim zum Langen Hans, gefolgt von Meßkirch, dem Turm in Hohenbootmann, dann zur KZ-Gedenkstätte nach Birnau, einem Badeabstecher nach Siblingen und dann noch zur Gedenkstätte des Flugzeugabsturzes bei Überlingen. Also, dann geht's auch schon los. Hier, wie gesagt, der Soldatenfriedhof. Da liegen Soldaten aus den Jahren 1814 und fern der Heimat. Immer mal wieder zum Gedenken. Hier der Blick aufs Kloster Beuron und dann die tolle Fahrt durchs Donautal. Immer wieder schön zu allen Zeiten, zu allen Wetterstimmungen. Und wenn das Wetter dann so ist wie hier, dann ist es einfach noch mal schöner. In Hausen am Tal ging es dann hoch in Richtung Krähenhainstetten-Leiberdingen und dann nach Buchheim zum Langen Hans. Hier die schön geschwungene Straße hinauf aus dem Donautal. Einfach wunderbar. Einfach nette Kurven und zum Cruisen wie gemacht. Dann auf der Albhochfläche letztendlich angekommen, wunderbare Sicht, kein Verkehr, na was will man mehr? Und dann hat sich auch schon der Lange Hans in Buchheim angekündigt, na die Mopeds schön ordentlich gestellt, dem Bauer ein bisschen bei der Agrararbeit zugeschaut und dann einfach den Turm erklommen, um von dort oben eine wunderbare Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen zu haben. Der Turm ist ganzjährig geöffnet und bietet, wie gesagt, ein wunderbares Panorama. Weiter ging es von dort nach Meßkirch zur Schlosskirche und ins Schloss. Wunderbar renoviert. Die Schlosskirche war auch auf. Beim letzten Besuch wurde die Bänke gerade noch renoviert. Und so einfach auch für uns ganz alleine einfach dieses Juwel der Baukunst zum Besichtigen gehabt. Und wenn man genau hinschaut, dann war manches nur aufgemalt, war kein Stuck, aber sehr künstlerisch gestaltet, sodass man wirklich genau hinschauen musste, ob der Vorhang da ist oder ob er nur an die Wand gemalt ist. Für mich ist es immer wieder imposant zu sehen, wie diese Kirchen entstanden sind und wie die Leute seinerzeit letztendlich gelebt haben. Naja, wie man sieht, war die Stimmung toll, das Wetter war super. Und dann noch weiter in den Schlosshof zur Galerie. Die Galerie war aber geschlossen und konnte an dem Tag nicht besichtigt werden. So wie auch das Oldtimer-Museum. Na, selbst der Blick hinein brachte keine Klarheit. Aber falls jemand mal hin möchte, einfach hier die Daten. Auch die Daten zur Stadt Meßkirch und zum Schloss. Einfach anhalten und scrollen. Dann kann man das wunderbar lesen. Nun, der Hofgarten hat sicherlich auch schon bessere Tage gesehen und der Springbrunnen auf jeden Fall. Hier der Blick vom Hofgarten aufs Schloss und wir machten uns dann auch schon wieder frohen Mutes weiter auf den Weg zum Bodensee. Und dann auch schon in Hohenbootmann und beim gleichnamigen Aussichtsturm angekommen. Wieder das Moped geparkt und wie gesagt, wer es lesen will, einfach auf die Pausetaste drücken. Und durch einen kleinen Eingang und eine relativ schnelle Treppe ging es den Turm hoch und wir genossen eine wunderbare Aussicht. Nun weiß man auch, welche Fläche der Bodensee hat und welche Länge. Einfach ein ganz tolles Panorama, was uns hier geboten wurde. Dann ging es von Hohenbootmann wieder weiter Richtung Bodensee, hinunter auf einsamen Straßen, natürlich für den Straßenverkehr zugelassen und aufgrund der Straßenbreite relativ wenig Verkehr. Schöne Bäume, halbseitige Alleen, sattes Grün, blauer Himmel, dann lag auch schon Salem an unserem Weg Richtung der KZ-Gedenkstätte von Birnau. Unweit des Klosters liegen hier
die sterblichen Überreste von Zwangsarbeitern aus dem nahegelegenen Überlingen. Na, und es gab auch schon in den 1999er Idioten, die diese Städte zerstörten. Nun einfach nochmal der Blick aufs Kloster und von dort ging es dann von Überlingen am See entlang, natürlich mit Tempo 30 Richtung Sipplingen. Und da die Ortsdurchfahrt relativ lang ist, ziehen sich die 30 natürlich auch ordentlich in die Länge. Und ziehen sich, aber bei diesem Panorama kann man zumindest auch mal nach links schauen und einfach den See, sprich den Überlinger See, einfach an sich vorbeiziehen lassen. Dann ging es ins Strandbad, naja, und bis wir da aus den Klamotten draußen waren. Aber als es dann geschafft war, ging es dann ins erfrischende, kühle Nass, um einfach einen Temperaturausgleich wieder ein bisschen herzustellen und den Bodensee ganz einfach zu genießen. Na, wie man sieht, wird man doch auch immer mal wieder etwas abgetrieben, komischerweise doch immer etwas in Richtung Ludwigshafen, dann einfach wieder zurückschwimmen auf die Höhe vom Wassersteig, schauen, dass man niemand verliert und einfach dieses Badeerlebnis über und unter Wasser zu genießen. Natürlich darf Blödsinn nicht fehlen und so schwimmt man dann einfach wieder locker zurück, um noch ein paar Über- und Unterwasserimpressionen vom Bodensee einfach einzufangen. Unweit des Eingangs gibt es dann auch extra Stellplätze für Motorräder und nachdem wieder alles angezogen wurde und aufgesattelt wurde, ging es wieder vor Richtung Sipplingen. Immer Obacht geben, wenn irgendwelche Leute ausparken. Dann wieder entlang des Bodensees, diesmal logischerweise in der anderen Richtung, weil wir fuhren Richtung Überlingen und wir wollten einfach in Überlingen noch die Gedenkstätte zum Flugzeugabsturz vom 1. Juli 2002, die unweit von Überlingen und Ovingen liegt, zu besuchen, wo in der Nacht damals zwei Verkehrsflugzeuge zusammengestoßen sind. Hier die Gedenktafel mit den Namen der 71 Todesopfer und hier die Kugeln, die die Form einer zerrissenen Perlenkette haben und an den tragischen Flugzeugabsturz jener Nacht erinnern. Nach der Besichtigung dieser Gedenkstätte machten wir uns wieder auf den Heimweg. Wie gesagt, bei bestem Wetter, einfach grusen, einfach toll. Unterwegs gab es dann aber noch Kunst am Wegesrand. Aber da die Sonne schon recht tief stand, war dann der Bedarf für heute gedeckt und ich machte mich wieder auf den Weg, meine Nachhut, die nun die Vorhut war, einzuholen. Dann ging es durchs Tonautal und in Hausen am Tal ging es hoch Richtung Schwenningen. Da wollten wir dann noch einen Einkehrschwung machen. Aber leider war das Restaurant dann auch schon geschlossen und wie man sieht, die Sonne stand dann auch schon recht tief, als wir oben ankamen. Die zwei noch gefragt, ob sie eine Panne haben. Nö, sie machten aber nur ein Päuschen und so genossen wir diesen phänomenalen Sonnenuntergang auf dem Heuberg. Einfach schön anzusehen, diesen erleben zu dürfen und grusten dann einfach weiter Richtung Heimat. Aber bevor wir dort ankamen, einfach nochmals linksrum und rechtsrum dieses Wolkenspektakel und die Sonne betrachten dürfen und dann natürlich noch den kleinen Fotostopp als solches mit den Motorrädern eingelegt. Weil Sonnenhimmel hat man ja nicht alle Tage. Na, ich würde sagen, einfach nur schön. Wie gesagt, dann noch ein paar Fotos geschossen von der Yamaha und natürlich auch von der BMW. Und dann machten wir uns einfach auch wieder auf den Weg, noch mit dem letzten Tageslicht vielleicht nach Hause zu kommen. Hier dann vor Hartheim. Dann ging es nach Lautlingen hinunter. Na, und dann kamen sie auch schon wieder.
die letzte Rechts- und die letzte Linkskurve. Eine tolle Kulturtour Richtung Bodensee geht dem Ende zu. Und ich hoffe einfach mal wieder, es hat euch Spaß gemacht, dabei zu sein und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo da. Und wenn es Fragen gibt, bitte einfach fragen. Nun, ich sage mal Tschüss für heute und bis bald. Euer Biker Bernie. Also, wie gesagt, das Abo nicht vergessen und besten Dank. Macht's gut, bis bald.